Der OSC Berlin wird dieses Jahr 125 Jahre jung. Das muss natürlich ordentlich gefeiert werden und da hat jede Abteilung so ihre eigene Art und Weise. Da hatte die Tischtennisabteilung dann die Idee, dass wir hier diese schöne Halle einmal nutzen können und hier ein großes Tischtennisturnier ausrichten können. Gesagt, getan. Am Wochenende schmetterten sich 330 Teilnehmer zwei Tage lang die Ping-Pong-Bälle um die Ohren und boten dabei stellenweise beeindruckende Ballwechsel. Die Spieler waren je nach ihrer Stärke in verschiedene Klassen eingeteilt und ermittelten dort jeweils ihren Meister. Zu gewinnen gab es gleich einen ganzen Haufen an Pokalen. Das Alter spielte bei der Vergabe der Trophäen übrigens kaum eine Rolle, so lagen zwischen den Kontrahenten ein ums andere Mal Jahrzehnte. Wer aber glaubte, dass die ältere Generation hier klar den Kürzeren ziehen würde, irrte sich gewaltig. Tong Liu beispielsweise mag etwas hüftsteif wirken, brachte seine Gegner aber häufiger zur Verzweiflung, als denen lieb war. Der Steglitzer kennt seine Stärken eben genau. Spielzüge, die man irgendwie da auch schon selber automatisiert hat, irgendwie. Das hat man dann im Kopf drin. Und, so, ne? Und die Jugendlichen, die haben noch nicht so die Erfahrung. Das kann sich aber schnell ändern, denn die vielen Partien am Wochenende boten dem Tischtennis-Nachwuchs mehr als genug Chancen, um diese Erfahrung zu sammeln. Bei den B-Schülern gelang das Josephine Plonis am besten. Sie gewann alle 8 ihrer Matches und konnte sich daher verdientermaßen über einen der großen Siegerpokale freuen. Da Josephine eins von nur 2 Mädchen in einem von Jungen geprägten Wettbewerb war, stellt sich uns natürlich die Frage, ob sie mit ihrem Triumph gerechnet hatte. Eigentlich nicht. Neben den Einzeln wurden natürlich auch Doppelwettbewerbe ausgetragen und die führten im Fall von Joe und Colin zu einem erfreulichen Wiedersehen. Seit 3 Monaten spielen die beiden nicht mehr im selben Verein. Beim Jubiläumsturnier des OSC traten die Freunde dennoch noch einmal zusammen an. Was an gemeinsamer Trainingszeit fehlte, wurde durch blindes Vertrauen wettgemacht. Da wir jahrelang zusammengespielt haben, hatten wir auch einige Taktiken so gesehen, halt mit 1 für Unterschied, 2 für Seitunterschied, wie auch immer. Und die haben wir uns halt gemerkt. Für einen Platz auf dem Podium hat es bei den beiden nicht gereicht, aber das musste es ja auch nicht. Joe und Colin hatten auch so ihren Spaß und da waren sie nicht allein. Das sollte Grund genug sein, um die Veranstaltung fortzusetzen. Vielleicht feiern wir in ein paar Jahren dann ja nicht nur das nächste Jubiläum des OSC Berlin, sondern auch das etwas kleinere seines Tischtennisturniers.